Hallo zu einem neuen Video. Heute sehen wir uns an, wie du das jährliche Wachstum in Microsoft Excel berechnen kannst. Bevor wir starten, bitte diesen Kanal jetzt kostenlos abonnieren, damit ich noch mehr Videos anbieten kann und bedanke mich sehr herzlich bei allen, die diesen Kanal dadurch unterstützen. Und jetzt starten wir los. Es gibt unterschiedliche Anwendungsfälle, wo eine Berechnung für das jährliche Wachstum im Finanzbereich oder in der Produktion benötigt wird. Jedoch lässt sich das in Microsoft Excel hervorragend umsetzen. Und dazu habe ich nun ein Beispiel mitgenommen, an dem wir die Berechnung Schritt für Schritt gemeinsam besprechen. Zunächst möchte ich mal die Daten besprechen, die vor uns sind. Und zwar habe ich hier in der Spalte B Jahr 1 bis Jahr 5 in den Zeilen und in der Spalte C die entsprechenden Umsätze für das jeweilige Jahr abgebildet. Natürlich kann statt dem Umsatz auch Absatzzahlen oder ähnliche Mengen dargestellt werden. Was wir nun durchführen, ist, dass in der Spalte D das Wachstum berechnet wird. Und dazu muss ich feststellen, dass im ersten Jahr kein Wachstum angegeben werden kann, da es keinen Vergleichswert zum ersten Jahr gibt. Deshalb bleibt diese Zelle leer. Jedoch ist es so, dass für das zweite Jahr bereits ein Vergleichswert vorliegt vom Vorjahr und deshalb können wir nun die Berechnung durchführen, indem ich die Zelle C7 selektiere und diese dividiere durch den Vorjahreswert. In diesem Fall C6. Anschließend gebe ich noch minus 1 ein und erhalte nun in diesem Fall eine 20%ige Steigerung zum Vorjahr oder das jährliche Wachstum beträgt 20%. Das kann ich nun entsprechend für die Folgejahre nach unten weiterführen und wir erhalten nun für das jeweilige Jahr das jährliche Wachstum entsprechend. Wenn ich möchte, kann ich noch zu guter Letzt einen Mittelwert, den Durchschnitt ausrechnen, indem ich die Funktion Mittelwert hier anwende und erhalte ein durchschnittliches Wachstum von 114%. Wie ihr seht, könnt ihr damit in Microsoft Excel hervorragend das Wachstum von Jahr zu Jahr berechnen. Und falls du Fragen dazu hast, hinterlass mir einfach einen Kommentar. Ich werde versuchen, dir zu antworten und würde mich sehr freuen, wenn du auch im nächsten Video mit dabei bist. Bis dahin, alles Gute und viel Erfolg!